Derion schien das wieder da als so live in the woods. Ja, Moons erstmal an. Habitere. Habitere. Gerti, Gerti, geh mir auf Zeiten. Komm, Gerti. Gerti. Geh jetzt, bleibst jetzt da. Bleibst jetzt da. Na? Na? Gerti, du sollst da hinten bleiben. Ernsthaft, Gerti? Möchtest du mich jetzt echt verarschen, oder? Ja, war ich glaube. Ah, ja. Bisschen überstein ist Aschi. Oh. Oh, Mann. Ist das geil. Wo können wir da jetzt raus? Nee. Ach, wie geil. Also. Ich glaube, wir müssen uns doch jetzt nochmal über ein Ding schmeißen. Weil es wird eh wahrscheinlich keiner was dazu sagen können. Da ich eh wieder das selber entscheiden muss da. Wir bauen mal herum. Da bauen wir schon mal unser Haus so hier. Das Haus geht dann da so um. Da so. Aber wahrscheinlich nicht so breit wie das. Da jetzt einfach mal so, zeichnen wir jetzt einfach mal auch, oder? Also das Haupthaus könnte jetzt schon mal auf alle Fälle da so her. Das Haupthaus. Da muss man dann nur ebnen und aufpassen und so. Aber dass wir mal den groben Ding haben. Wie wird das Haus? Wird mal so. Und dann geht es da so vierer. Richtig schön so vierer. Da. Können wir schon noch so machen. Genau. Das ist das bloß jetzt halt anzeichnen. Nur dass es euch nicht wundert. Dann gehen wir da vierer. Dann schauen wir mal. Jetzt sind wir schon ziemlich weit herum. Aber. Wenn wir da so machen, dann binden wir da so an, dann machen wir auf der Seite so zu. Müssen wir schon hier an, oder? Und dann können wir. Warte mal, wenn wir so schauen. Wo ist unser Atlas? Wenn wir so schauen. Perfekt, schaut sich das an. Dann schauen wir perfekt. Richtung Haus auf wie zu uns. Und dann können wir da perfekt so gerade auf wie vorne mit dem Ding. Oh ja. Dann machen wir da, wird dann unser Ding so hingehen. Muss mal kurz schauen, wo ist jetzt da? Da, da. Da, da. Das schaut doch gut aus, oder? Das schaut so ein bisschen groß aus. Aber ich glaube, das wird schon hier an. Da wir ja mehr oder weniger Sommerresidenz draus bauen, wird das ja nicht auch komplett. Das wird, ich glaube, da bauen wir so kleine Terrassen an der Seite hier. Die wird dann ungefähr, da mal sagen so, ja, schon so, oder? Obwohl, ein bisschen weniger. Bisschen weniger macht man so. Dann haben wir da 2, 4, 6 Terrassen. Ja, das geht, das haut hin. Dann kann man einen Sonnenuntergang auch noch auf der Seite ein bisschen anschauen. Oder wir machen da einen Eingangsbereich. Das kann man natürlich auch machen. Also wir machen da so, hey, da können so kleine. Oh ja, das macht man. Wir machen da so ein Ding her. Und dann geht unser Haus. Oh, das ist schwierig. Und dann bauen wir da herum, bauen wir eine Scheune her, mehr oder weniger. Eine Scheune, da wo unser Lager drin ist. Das hört sich geil an. Das finde ich echt geil. Das muss ich mir jetzt aufschreiben, weil sonst vergiss ich es. Also das so machen wir halt. Wo sind die andere Block? Ist das der Leiner? Gibt zu viele Blöcke da. Ah ja, das war er. Das muss der Block sein, den ich dazu brauche. Eigentlich kurz Stift. Was ist denn das? Ah, so. Ah, so. Schauen wir mal, ich kann den Kippen reinziehen. Kurz mal aufschreiben da. Scheune. Lager.
Genau. So, ins Haus, das bauen wir jetzt mal so ein bisschen hier. Mit dem wir jetzt mal so ein bisschen noch zeichnen. Wir müssen da sein. Da. Oder? Ja. Das macht auch weh. Na, da muss das sein. Das andere ist war nichts. Das schaut so aus hier. Weißt du, so dunkel ist halt. Schaut es einfach so aus. Dann eben nehmen wir mal auf ein ungefähres Ding hier, da wo wir da herüber hinkommen. Dort. So müssen wir das. So, genau. So, dann geht's um unser Ebenungswahnsinn, mehr oder weniger. Ja, auf das hat sich jeder gefreut. Gibt's das noch zu? Werden wir jetzt zwischendurch mal ein bisschen eine Pause einlegen müssen für Ding. Für Fädel bauen, weil wir Essen dann auch wieder brauchen. Mir wird das jetzt nicht direkt das erste Mal, sonst hätte ich wieder den Hausplan verworfen. Hallo? So. Füllen wir mal da ein bisschen auf, oder? Ist ja wurscht. Haben wir da schon mal so ein bisschen Fläche? Weil da ist dann unser Pfosten. Da ist der Pfosten. Darum habe ich geht nicht, ne? Ja, das müssen wir auch noch weg. Man muss noch viel, viel mehr weg. Das schaut jetzt bloß so wenig aus. Also jetzt erstmal nur ins Haupthausgebilde und dann gehen wir um Ebenen. Umrandung vom Haus von überall, weil ich habe so lange hab so lang nichts mit Terra gefahren. Ich habe jetzt richtig Bock auch da drauf. Richtig mal so warm, halbe Stunde bloß Erde klatschen und ganz hin und her. Auf das habe ich jetzt echt mal wieder Bock. Ich weiß noch damals bei unserer das erste Mal, wo ich Minecraft gespielt habe, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, Minecraft-Folge vom Gronkh. Folge 400 irgendwas oder 300, wo er das automatische Fail gebaut hat. Das ist ein bisschen davor war das, glaube ich, sogar noch. Ich habe ja immer gefragt, warum kommt keine weitere Folge von dem Let's Play, weil er hat das nicht beendet und das Ding dort. Und du hast es eigentlich auch nicht so, wenn es jetzt nicht so wirklich geschaut hast und wirklich dich dafür interessiert hast, was jetzt so passiert bei einem oder was jetzt los ist. Auf einmal war es einfach vorbei und ich war einfach so, hä, warum können wir jetzt nichts mehr? Weil wenn du da nicht so drin bist und nicht so wirklich Community und alles so machst und nie wirklich irgendwie schaust, irgendwie, dann irgendwie merkst du es dann nicht und dann interessiert dich auch nicht so, aber fragst du dann einfach so, hä, was ist jetzt los, warum können wir jetzt nichts mehr? Es war jetzt wirklich so, dass halt das und das kommt, du schaust dir immer an, bist immer da, zu der Zeit und denkst einfach so, ja, warum habe ich jetzt keine Folge da? Verstehe jetzt nicht. Ja, meiner kann ja nichts machen, dann schau ich was anderes so. Und dann habe ich mir was anderes angeschaut, aber das hat trotzdem, das war so Sinn. Minecraft von Gronkh kannst du einfach so anschauen, der labert da hier und labert da hier und labert und verzeiht und verzeiht und verzeiht. Und denkst einfach so, es gibt nicht, dass das so fade zum Ring gibt, was der anscheinend in seinem Hirn drin hat, was der verzeiht den ganzen Tag. Brutal. Ja, das ist das. So schaut's, so schaut es aus. Wir haben mal ein bisschen terraformt. Schiege. So, dann. Loch. Und das war das ganze groß da wieder. Aber das kann ein Garten auf dem Gras. Ach, das fällt der Garten. Boah, dunkel, dunkel, dunkel. Das draus machen.
Vielleicht hilft es ein bisschen was. So, dann machen wir da noch ein bisschen zu. Wie viel Erde haben wir denn oben? Oh, wir haben schon wieder 4 Stacks. 4 Stacks Erde haben wir schon wieder klatscht. Ach du Scheiße. Was denkst du da an den Teil? So, da. Okay. Oder so. Da und da und da und da da und da und da und da. So, dann haben wir dieses Mal schon ziemlich gut zu, würde ich mal sagen. Dann nehmen wir jetzt mal was essen. So, da müssen wir mal ein bisschen zeichnen, weil sonst wird das nichts von mir. Ich habe diesmal vor, dass wir nicht von unten auf mit Holzstämme arbeiten. Ich möchte diesmal von unten aus erste Steine haben. Ich weiß bloß noch nicht was für euch. Vielleicht gehen wir auch nochmal zurück und schauen, ob wir irgendwo bei den Dingen da ein bisschen schwarzen Granit abbauen. Weil der war, obwohl ja nicht so ganz dazu passen da wahrscheinlich. Wahrscheinlich war einfach normaler Sturm gescheitern. Aber da haben wir jetzt auch nichts mitgenommen. Müssen wir eventuell auch noch mal ziehen, obwohl haben wir. Na, wir haben keinen Bruchstein mitgenommen. No Cobble in here. So, dann machen wir einfach mal so, dass wir da noch rauskommen. So, so. Gehen wir noch ins Vierer. Gut. So. Dann könnten wir da vorerst nur eine und aussehen. Okay, dann müssen wir da das obersetzen. Mehr oder weniger. Dass wir unsere Pfosten wieder haben. Dort, gell? Ja. Hier, an dem Eck da. Du merkst jetzt mal, wie dunkel das ist, wenn man keine Fackeln da hat. Dort. Da müssen wir einen davor machen. So, da war das Ding noch. Jawohl. So, und das ist mir ein bisschen mehr, versteht ihr, wie ich das mache? Also, da kommt Mauer, 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 Mauer. Ich zeige jetzt einfach mal mit Erden an. Da kommt Mauer hin. Dann kommt da draußen. Also das Haus fängt erst auf der Höhe dann an. Es geht dann auf der Höhe, geht dann das Haus auf der Seite. Das da draußen wird dann bis daher abgeebnet, dass man da fett so ein Ding hat. Da rund um den wird abgeebnet, abgeebnet, abgeebnet. Weil sonst schaut er doof aus. Und dann wird das eine Fläche, eine riesige. Und das werden wir nach und nach, wenn wir das machen, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, versteht ihr natürlich. Und dann geht's da ganz langsam dahin. Wir stressen uns nicht, wie gesagt. Wir gehen jetzt erstmal ans Haus. Gehen wir das Haus ein bisschen weiter bauen. Weil es außenrum, das können wir dann immer noch machen. Das Einzige, was ich jetzt noch tue, ist einmal komplett rundum da. Dass wir da einen Weg haben. Da, wo wir rundum gehen können, wenn was ist. Dass wir von außen auch was da können. Genau. So. Mir geht's hauptsächlich wieder darum, dass wir da mal das Haus so ein bisschen stehen haben. Dass wir uns ein bisschen schnell können und sagen können, so, da können wir jetzt, da haben wir, wenn wir da dort haben, dann können wir da easy übernachten. Wir haben aber doch keine Schafe, ist mir aufgefallen. Das ist echt doof. Das war zu praktisch. Wir hätten von dem anderen Moos was mit ihm sehen. Verdammt. Ja, ist jetzt wurscht. Können wir jetzt nichts machen. So, dann können wir. Brum, 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 brum. So. So, dann haben wir einmal rundum da noch. Dann der Ring, der wird jetzt wieder ewig, wird der Ring jetzt wieder sein. Dass wir ja nichts sehen. Dann haben wir da so die Fackeln an, dann sehen wir da wenigstens was. So und so und so. Da noch. Und da.
die Fackeln weg. Wir sollten schon relativ viel Licht bringen jetzt. Gut. Dann braten wir aber Stein trotzdem. Aber wir machen jetzt erstmal das Fail. Wenn dann sehen wir schon mal, also da geht dann die Scheune ist dann da. Müssen wir einmal kurz markieren. Da Scheune. Geht dann bis da. Geht wirklich bis dahinter. Bis daher geht die. Da. Da einer drüber. Und auch noch daher. Da machen wir da noch Fackeln hier, dann sehen wir immer, wo das gerade ist und wie weit dass wir da sind. Ja, das wird jetzt sowieso noch dauern, bis das da so wird. Aber das mit der Scheune, das finde ich schon irgendwie ganz interessant eigentlich. Das kann dann schon geil werden. Gut. So, dann haben wir das. Dann macht man auf die. Na, mach. Ich weiß nicht, was jetzt los ist bei der Aufnahme. Jetzt habe ich was drunter, mein Hals wird jetzt auch schon wieder besser. Dann macht man jetzt einfach mal da hinten. Ne? Nur so ein bisschen wickert. Dass man da mal. Okay, ich glaube, da muss ich erst noch abhaken. Oder? Obwohl, das muss jetzt schon gehen. Ich gehe jetzt bloß mal einen Weizen. Um mehr geht es jetzt ja nicht. Ja, was ist da hergegangen? Ich weiß zwar nicht, warum das Sand einfach so ist. Mach einfach mal da schon mal weg. Kommt da sowieso irgendwann noch weg, also von dem her. Ist ja wurscht, ob jetzt oder später. Oder ohne da. Das ist ja im Prinzip scheißegal. So. Komm jetzt. Was haben wir auf der Schau eigentlich drauf? Effizienz, glaube ich, oder? Ich muss sagen, jetzt geht der Mond auf. Interessant. Geht der Mond auf, weil die Sonne noch bei uns kommt. Natürlich jetzt da unten drunter so scheiß Granitsturm. So. Das Schöne ist, da wollen wir kein Wasser brauchen. Unsere Fäden. Dann haben wir da mal den Scheiß jetzt weg. Auch noch. Nehmen wir dies noch weg. So, deswegen. Dann haben wir so ein schönes ganz Feld her. Um erstmal Fett Weizen abbauen. So, haben wir da dann. Genau. Ich habe keinen fertigen mitgenommen. Das war schon mal angewendet. Da haben wir da sowieso so viel abbauen. So. 14 Felder, wir hatten das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist auch richtig. 50 Quellen hat das. 50. Noch beide, da kommen wir zwei rein dazu. Ist mir jetzt wurscht. 60er Fädel und das ist dann schon mehr. Das ist dann schon Hausen, wenn man da mal sagen. So. Gut. Dann mal da noch schnell das umpflanzen. Legs. Ich weiß ja nicht, warum das immer legt, wenn du das machst.
Ich mal, ach du Harren. 1, 2, 3, 4. Ober damit. Das kann ich machen. Kriegst du nichts? Ist es nicht für dich? Nichts für dich hier. Weiß sowieso kein anderer Hingrott da ist. Nee, da hat er nichts für euch essen. Da hat's weg gehabt. So, scheiße, gell. Der lässt sich einen Rum aufarbeiten, ne? Sagt sie unser Feld so, Ellerledge, da gibt's nichts zum Viktor. Scheiße, hab ich Schrecken da. Und schon wächst, schau da das an. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir ein bisschen weiter am Haus. Die haben wir ein bisschen Storfarmen, weil es jetzt einfach so dahin geht, wahrscheinlich. Storfarmen, Holzfarmen, Terraformen, das ist jetzt so, was wir jetzt in den nächsten Folgen also da werden. Mal da unser Haus, Scheune, Fording, Fädel, unsere Kirsuche, keine Ahnung, wo die schon wieder hin. Ja, da unten ist eine, da ist eine. Mal waren da mehrere. Was, letztes Mal waren da noch vier da. Weil die wahrscheinlich schon wieder auf große Reise gegangen inzwischen. Die haben sich nicht so Ellerledge. Boah, du wirst da nichts kriegen für uns. Aber ich möchte auch gar nichts, weil ich möchte bloß in der Fädel rein. Da. Dass das Pech habt. Da ist ja wurscht. Ist ja wurscht, gell? Aber zum geht nochmal schon. Okay, dann muss ich das hier haben. Gut, ja, jetzt tue ich wieder labern und Dinge. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, habe die Ehre, pürt euch.